Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu Vaporum. Also gut. Erstmal, bevor wir weitermachen, es ist schon wieder ein neuer Patch rausgekommen. Juhu. Und zwar hat der Patch zum einen einen neuen Anzug hinzugefügt, also einen neuen Rig. Rig, nicht Rig. Also nicht der Kumpel von Walking Dead, sondern das Ding mit G. Und zwar laut Beschreibung der Patch Notes ist das ein Kamikaze-Anzug. Das heißt, je weniger Lebenspunkte man hat, desto mehr Damage macht man. Darauf ist der ausgelegt. Das zweite, was das Ganze mit sich gebracht haben soll, sind drei neue Circuits, die ich hier so nicht sehe. Wahrscheinlich müssten wir dafür einen neuen Spielstand anfangen. Okay. Auch gut. Genauso habe ich gelesen, Max Level ist 16. Also war 16, ist jetzt 17. Das heißt, wir haben noch 6 Level. Für 2, 4, 6, 8. Ja, okay. Ja. Wir werden garantiert noch mindestens 2 Circuit Upgrades finden. Denke ich mal. Und dann können wir das alles freischalten. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Gut, wir machen jetzt aber weiter. Oh, und noch was müsste hinzugekommen sein. Was ich hier allerdings auch nicht sehe. Nämlich ein Monster-Wiki, also ein Gegner-Wiki, in dem alle Gegner drinstehen. Wow, der hat mich jetzt ein bisschen erschrocken. Aber für den habe ich ja zum Glück den großen Hammer. So. Mit dem ich ordentlich Damage mache. Und das Ding umkloppen kann. Wenn ich treffe, natürlich. Ja, dreh dich von mir aus ruhig ganz um. Und weg bist du. Hast nichts Tolles liegen gelassen. Sei es drum. So. Der Bereich bietet sich auch wieder an für ein Secret. Uns fehlt ja hier unten noch eins, nachdem ich in der letzten Folge im Fleischwolf gesucht habe, wo das Secret ist. Ja. Okay, ich bin auf die Druckplatte getreten. Die mal nichts macht. Hier könnten definitiv wieder Krabbelviecher rauskommen. Hier werden wahrscheinlich Krabbelviecher rauskommen. Sobald ich... Ah, vielleicht ist das hier das Secret. An dem Hebel ziehe. Okay, dann. Nö. Kommt nichts raus. Okay, Munition. Noch mehr Munition. Ich habe halt da drüben gerade was rumlatschen gesehen. Superior Arm Stabilizer. Brauchen wir den?
Duration, Handgun und Precision erhöht. Energiekosten 100. Nehmen wir den einfach mal mit. Fomium Power. Hey, Babe. Schön zu hören, dass es dir jetzt besser geht. Sieht so aus, als hättest du überreagiert. Du weißt, alles war so neu für dich. Die Arbeit, die Leute. Wir beenden gerade das Ersetzen des gesamten Treibstoffkerns mit Fumium Propellants. Propellants, wahrscheinlich Leitungen oder sowas in der Richtung oder Kernen oder so. Und ich muss das zurücknehmen, was ich vorher über sie gesagt habe. Sicher, es ist etwas trickreich, mit Fumium umzugehen. Ohne die Gesundheit zu beeinträchtigen. Aber das verdammte Zeug spuckt 10-mal mehr Energie aus, als es jeweils möglich war. Mit Leading Edge Combustion Engines, also mit Treibstoffverbrennungsanlagen. Das könnte ein Veränderer für die Welt sein. So, keine Zeit, um sich am MO zu treffen, was auch immer jetzt damit gemeint ist. Lass mich wissen, wann du eine Minute hast und wir können ein Bier zusammen trinken. Peter Ollens. Achso, das war der, der mit Jane geschrieben hat. Und Jane war... Wo ist sie denn? Ja. War die, die an den Kakerlaken rum hantiert hat. Genau, und die sich darüber beschwert hat, als sie versetzt wurde. Also verlegt wurde. So, und dann haben wir hier noch ein Massaker. When I came round, back to myself, I saw it. The massacre. It seemed that within a few hours, everybody in the tower had either been eradicated or fled to the sea. But even they were doomed in the inhospitable waters of Mare Vaporum. I feel so responsible for this. I didn't really want this. But I can't control the fury that burns within me. My combat fumatons killed everybody. What happened to me? Mindlessly, as if led by something beyond me, I put the dead bodies that stayed in a more or less intact state into fumium solution tanks and ordered the fumatons to clear out the tower of any further remains. Oh my god, woman, what did you do? Is that the devil inside you or is it fumium? Also ja, sie hat alle im Turm, also Markus, unsere Frau, Markus' Frau, hat alle im Turm getötet. Ah, was packe ich jetzt da drauf? Nichts. Ups. Okay. Das Problem ist, ich kann das Vieh nicht abschießen. Und sobald es da drauf latscht, ja.
geht sogar das hier wieder zu. Ach so, weil wir den Hebel jetzt in die Richtung umgelegt haben, okay. So, mal sehen, ob wir es jetzt durchschaffen. Nein. Ha. Sehr trickreich. So, mal gucken. Okay. Wir haben es irgendwie durchgeschafft. Ach du meine Güte. Hans. Hans, bist du das? Au. Okay, Hans ist sauer auf uns. Er will uns mit seinem Flammenwerfer rösten. Au. Okay, Hans ist arg pisst. Oh. Wir haben eine Kanone. Autsch. Okay. Das funktioniert nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Vor allem, weil die Kanone mich zurückschubst. Und nicht die Kerle, die sie trifft. Okay. Ja, und ich hätte das gar nicht erst probieren sollen. Es ist so gut gelaufen eigentlich. Wow, Hans. Aber ich durfte zweimal schießen. Au. Zum Glück ist da nichts offen. Ich muss nämlich auch aufpassen, dass die Jungs mich nirgendwo reintreten. Ja, Hans. Und ja, ich nenne ihn Hans. Er hat einen Flammenwerfer. Au. Und er ist böse. Er mag mich nicht. Mhm. Ich habe halt nichts. Habe ich wirklich nichts, womit ich pushen kann? Damit kann ich nicht pushen. Damit auch nicht. Das ist ein BK. Field Generator. Acid. Discharger. Protector. Blowtorch. Nö. Und das Ding hat halt keinen Knockback. Schade. Okay. Hans, ich bin da. Au, ich muss auf Hans aufpassen. Au. Ja, Hans. Hier sauge ich das Leben ab. So, jetzt brennt er wieder. Ich muss sagen, Hans ist etwas angenehmer als diese blöden Roboter mit ihrem AE.
Da flammenwerft Hans wieder. Und die Dinger sind gar nicht offen. Mist. Und ich wüsste auch gar nicht jetzt so auf den ersten Blick, wie man die öffnen könnte. Aber ja, dieser Mini-Boss-Fight ist eher angenehm, muss ich zugeben. Au. Auch wenn ich sagen muss, dass Hans ein bisschen nervig ist. Au. Oh nein. Nein, nein, nein. Uah. Okay. Ah, schöner direkter Hit bei Hans. Aber Hans will nicht sterben. Ah, endlich. Oh, New Enemy unlocked. Das heißt, dass die Enzyklopädie ist doch aktiv. Hm. So. Level up. Ephomium, eine Energy Cell und ein Schlüssel. Ja. Also ja, ein Level up. Das geht einfach mal direkt in Damage und Munition. Finde ich jetzt gerade am wichtigsten. Aber ja, Circuits haben wir immer noch nur die alten, die neuen nicht. Und ich sehe hier nirgendwo ja, sagt's mir. Den Button für die Enzyklopädie. Okay. Das ist wahrscheinlich der Rückweg. Ja. Okay, da ist der Weg hoch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass das Secret hier verborgen ist. Oder in dem vorherigen Raum. Also. Na gut, hier könnte auch noch was sein. Hier. Hier war ja der Fleischwolf, wo wir hier das Secret gefunden haben. Hier könnte halt noch was sein. Hier so ein Weg rüber. Oder hier unten sehen wir auch noch Luken, wo auf der anderen Seite was sein könnte. Wenn hier nichts ist. Aber jetzt so auf den ersten Blick sehe ich hier keine Knöpfe. Und ja, in dem Spiel muss man sich eh verdammt anstrengen, um Knöpfe zu finden. Weil die manchmal echt an Orten versteckt sind.